Jetzt hört halt auf, mir ins Ohr zu krächzen. Oje. Das sieht ja relativ normal aus. Wie? Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Danke, dass du hier abgestürzt bist mit Spikes. Ich muss jetzt einfach darüber. Einfach. Ist leichter gesagt als getan, ne? Nimm vielleicht mal die Pumpgun. Für den Fall, dass dann einer vor mir auftaucht. Two doors, of course. But this must be the last one. Natürlich. Das heißt, die muss ich jetzt noch aufkriegen. Da. Hier? Was ist da? Ist hier oder was? Nee. Irgendwas ist mit dem Rad. Ich hab so ein bisschen die Hoffnung gerade, dass die Biester nicht schwimmen können. Darf ich hier mit hoch? Nee. Ach, hier geht's durch. Alles klar. Ja, jetzt sehe ich's auch. Okay, und jetzt kann ich hier das aufmachen. Dann kann ich da dann wenigstens durch. Ich hätte es vielleicht noch zulassen sollen. Weil jetzt kommen diese dämlichen Viecher auch da durch. Oh je. Ja. Ach, da oben. Oh, wow. Du wirst doch patschen. Das ist halt das, was ich an der Shotgun so mag. Ja, weiß. Das ist dasselbe Prinzip wie drüben. Oh, Gift. Das macht mir gerade ein bisschen Angst. Hier kommt doch gleich jemand. Oder auch nicht. Okay. Jetzt hört halt auf, mir ins Ohr zu krächzen. Das ist ja ekelhaft. Sucht euch jemand anderen zum Krächzen. So, her damit. Das. Warum nicht? Nö. Haben die das hier festgemacht, die Deppen? Irgendwas ist hier. Dann Grund haben, warum das nicht. Ja, warum dreht sich das Ding nicht? Dreht sich das hier wenigstens? Ja. It won't turn. Ja, muss ich halt dort nochmal hingucken. Haltet die Klappe, wenn ihr jetzt unter Wasser mich angreift. Ich mache euch platt. Mach euch sowas von platt. Hier komme ich nur wieder rüber, ne? Aber es muss... Irgendwas muss jetzt hier gehen, dass sich das wieder dreht. Oder sind das hier diese Idioten, die das machen? Halten die das irgendwo fest? Ach, oder... Ich tue das obere in das Becken ziehen, dass es das Becken voll macht. Naja. Ja, mach das Becken mal voll. Gut, das ist promising. Hoffentlich. Kann ich das jetzt schon... Nee, immer noch nicht. Okay. Aber... Jetzt habe ich das hier. Ach nee, jetzt geht das, oder was? Im Ernst? Jetzt kann ich das Geröll hier entfernen. Ach, komm. Toll. Ja, ja, ich höre es. Ich höre es, jetzt kommen sie wieder. Wo ist der? Wo, wo, wo? Da oben. Und hier. Uah! Alter!
Das kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Waren die direkt schon hier? Lasst mich aber mal in Ruhe. Jetzt kann ich das Ding wenigstens drehen. Oh Gott. Oh Mann. Aber zwischendurch kam das nicht mit dem E an den Dings. Nervig. Oh oh. Gehen die jetzt? Hoffentlich. Portal? Mach sie platt. Oh je. Das sieht ja relativ normal aus. Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Hey, das Tor ist wieder zu. Didn't enter. Ah. Unser Glück. Gruselig. Chillig aus. These figures, they look like those creatures, but they're graceful. Yashil, goddesses of protection. The silver box of Ishal was forged in paradise and brought to earth. Did those creatures make the box? Neither false gods nor zealots shall be allowed to pass. They're protecting it. Oh. Is that why they fought me so viciously? Here they keep the box until the sun's renewal. Here. It has to be here. Das haben wir ja schon vor. Wow! Mutet! Cool! Alles zugewuchert hier. An Eclipse and a Heron. Like the tattoos on Onuratu's arm. But where's the box? Nicht gut. Oh. Oh no. Nicht, dass die jetzt reinkommen. Not amused. Ich hab doch die Box noch nicht. Okay, okay. Oh. Nur zur Sicherheit werde ich hier trotzdem mal... Ich weiß nicht, ob ich die Shotgun überhaupt brauche. Ich glaube, ich muss einfach nur erstmal rennen, oder? Oh Gott. Teil habe ich jetzt geschafft. Spring! Oh. Ist aber nett, dass hier der Weg einigermaßen noch gemacht ist. Aua! Lass mich doch in Ruhe. Das war so nicht geplant. Okay. Wir werden jetzt hier trotzdem mal ein paar abknallen. Ich habe nämlich Angst, dass die uns sonst hier irgendwann noch platt machen. Lauf, 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 lauf. Lauf, lauf. Uff. Oh, ich hab's geschafft. Leute, haltet euch nicht mit denen auf. Rennt einfach. Einfach rennen. Das ist das Beste, was ihr machen könnt.
Unterwelt. Oh je, Mini. Ich weiß nicht, ob die geschwommen kommen, die Viecher. Ich hoffe es nicht. Oh oh. Ja, Luftblasen, richtig. Und immer weiter. Das war ja mal eine Flucht. Ich kann auch nichts dafür, wenn da ein Beben war. Ich hab das doch nicht darauf beschworen. Die verborgene Stadt. Jetzt sag los, die haben ja noch eine Stadt. Sicher? Sieht jetzt irgendwie nicht so aus. Weiß nicht. Aber eigentlich müssen wir darüber. Dann gehen wir mal hier hoch. Oh, gleich können wir uns da halb von der Decke baumeln lassen, so wie es aussieht. Warum fehlen da Ausrüstung? Okay. Ja. Dann können wir uns da halt doch nicht baumeln lassen von der Decke. Weiß auch nicht, was da oben ist. Schade, fehlende Ausrüstung und so. Oh, kommen wir hier durch. Ich dachte, das wäre eine Sackgasse. Ich wollte mich schon nach einem anderen Weg umgucken. Oh, da liegt einer. Der hat Spikes. Sehr gut. Ja. Danke, dass du hier abgestürzt bist mit Spikes. Und tut mir leid, dass du hier abgestürzt bist. Jetzt habe ich die nötige Ausrüstung. Wieder gedacht, ich finde jetzt hier noch ein Lager. Aber okay. So. Dann machen wir das mal. Los. Halten. Ja. Wir mussten halt erstmal zu dem Typ da drüber. Das ist ganz schön knapp hier alles. Das sieht ganz schön heftig aus hier. Mal sehen, was wir jetzt neu entdecken. Wow. Uff. Also im echten Leben wäre, glaube ich, hier jeder runtergefallen, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass sowas funktioniert. Abseilen, das kann ich. So. Jetzt schwingen wir uns mal darüber. Vorzugsweise bevor das hier alles zusammenkracht. Uff. Yes. Ja, irgendwas haben wir geschafft. Oh, wir haben uns so viel geheilt jetzt. Diesmal konnten wir sogar was nehmen. Hier geht's wieder hoch. Die müssen ja jetzt hier dieses Überkopfklettern mit reinbringen, wenn wir einmal die neue Ausrüstung haben. Oh, das ist schon gerade ganz heftig, wie oft das hier vorkommt. Vor allem ist es auch nicht schnell. Wenigstens kommen die Viecher nicht mehr. I'll have to jump. There's no other way. Schön. Ja, anders wäre es wirklich nicht gegangen, aber war auch nicht ganz ungefährlich. Ah, hier geht's durch. Schön. Dann sind wir hoffentlich gleich wieder draußen. Ist jetzt die Frage, ist die Schatulle jetzt noch dort drin? Müssen wir da nochmal rein? Bringen die Viecher die zu mir? Weil ich habe die überlebt. Hier war anscheinend irgendwas. Egal. Schön. Hier ist unser Ausweg. Endlich. Endlich raus hier. Es sollten langsam mal Blubbels kommen. Okay, sehr gut. Ich glaube, ich hab's geschafft.
Es sieht gut aus. Zwäng dich mal durch, Lara. Verborgene Stadt. Wir sind irgendwo wieder angekommen. Das ist jetzt die verborgene Stadt Paititi? Wo wir wieder sind? Ha. Oder noch eine verborgene Stadt. Ach, jetzt lege ich meine Waffen wieder ab, oder was? Ja, Tatsache. Die Rebellion lebt, zu Unoratus zu Hause zurückkehren. Aber die ist doch gefangen, die Unoratu. Müssen wir doch... Ach, Fischereiviertel, okay. Müssen wir doch irgendwie wieder befreien können. Okay, Freunde, das war's für heute. Vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder, wenn ihr mögt, hier im Spieleparadies. Mit mir ist Maxi. Bis dahin, macht's gut und tschüss.